attraktiv, interessant, trotzdem machbar, aber kein leichtes Los. Ich glaube, das waren immer so ein paar Attribute, die Rot-Weiß Essen nach der DFB-Pokal-Auslosung ja, angedichtet worden sind. Jetzt ist es bald soweit. Am Freitag ist das Spiel quasi wirklich der allererste Härtetest, das erste Pflichtspiel von Borussia in diesem Jahr. Ja, jetzt hat die dritte Liga ist schon gestartet. Was kann man über Vierte. Rot oder vierte Liga ist schon gestartet? Was kann man über Essen sagen? Ja gut, ich meine, das ist Rot-Weiß Essen. Der Name hat nach wie vor einen gewissen Klang, ne? Also aus den alten Zeiten des Fußballs, auch der frühen Bundesliga, ist es da definitiv ein Name und Helmut Rahn etc. pp. Die Hafenstraße, das Stadion. Allerdings natürlich in den letzten Jahrzehnten eigentlich völlig in den Versenkungen der niederen Klassen verschwunden. Eigentlich unverständlich. Ich sehe nach wie vor ein Riesenpotenzial in Essen. Du siehst, dass immer Tausende von Leuten auch selbst zu diesen unterklassischen Spielen gehen. Vierte Liga, dritte Liga, in der zweiten sowieso, als sie da vor ein paar Jahren noch gespielt haben. Ist irgendwie schade. Natürlich ist es ein Gegner, der sich ja da auch vor gut besuchtem Haus richtig reinhängen wird. Borussia wird, glaube ich, nicht den Fehler machen, jetzt da das Spiel zu leicht zu nehmen. Das ist dann schon was anderes, als wenn man in Drochtersen-Asseln spielt, wie letztes Jahr. Ja, definitiv. Und das war schon ein eher zähes Ring, was Borussia da abgeliefert hat. Ja. Deswegen, ich glaube, man wird auf der Hut sein, und dann fußballerisch ist man natürlich RWE überlegen. Also ich meine, da müssen wir nicht drüber Nein, reden. da muss man nicht drüber reden. Aber ich glaube auch gerade deswegen, weil traditionsreicher Club und ich glaube, das wird man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Letztes Jahr war es vielleicht doch eher so nach dem Motto, ach ja, komm, wir müssen da halt hinfahren, Ja. Pflichtaufgabe. Aber Essen hat auch, glaube ich, es war, glaube ich, im letzten Jahr, wo sie auch ins Elfmeterschießen gekommen sind und da wirklich auch einen Fight abgeliefert haben. Und da hat man einfach gesehen, was auch das Stadion bewegen kann. Und das ja, ist beim DFB-Pokal ja auch wirklich immer auch eine Sache des Kopfes, nicht nur Ja, der Füße. das auf jeden Fall. Und ich meine, RWE kennt natürlich Borussia auch gut. Ich habe mal geschaut, abgesehen davon natürlich, dass Sven Demant der Trainer von Essen ist und damit ja das Innere von Borussia als ehemaliger U23-Coach natürlich super kennt, haben die letztes Jahr natürlich auch gegen unsere U23 gespielt. Das Hinspiel hat Borussia in Essen 2:1 gewonnen. Was ja auch dann so eine die anfängliche Siegesserie unterstützt hat. Aber, und das ist vielleicht so eine kleine Rechnung, die wir sogar offen haben mit RWE, mit der Niederlage in der Rückrunde zu Hause gegen RWE begann im Prinzip der Abstieg. Also man war noch Erstplatzierter, dann kam RWE, man verlor das Spiel und dann begann so eine Ja, okay. Negativphase, wo man sich eigentlich so aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat. Und vielleicht kann man ja diesen Ärger der U23 da so ein bisschen Ummünzen, mitnehmen, ja. ummünzen und entsprechend ein klares Statement dann auch geben für die Bundesliga dann in der nächsten Woche. Ja, das glaube ich auch. Und ich denke mal, es wird sehr spannend, vor allen Dingen auch zu sehen. Ich denke, viele von Borussias Anhängern werden die Ja, relativ auf jeden kurze Fall. Anreise auch nehmen. Also ich freue mich wirklich drauf, weil es ist ein interessantes Spiel, ist, wie gesagt, mit zwei Freitagabend, namhaften Clubs. Flutlicht, ne? Also eigentlich ein Top-Los, wie gesagt, auch nicht zu unterschätzen, aber ja, trotzdem machbar. Das ist so ein Wachmacher, ne? Also ich glaube, das ist kein Spiel, wo man sagt, oh ja, jetzt erstmal entspannt in die Saison. Du hast direkt ein Highlight, da kannst du, hast aber gute Chancen, trotzdem das zu gewinnen. Schöne Vorbereitung auch, glaube ich, für das Derby gegen den FC dann eine Woche später. Und was die Startformation angeht von Borussia, können wir ja natürlich auch schon mal so ein bisschen spekulieren. Wir haben ja unsere Wunschelf schon mal so ein bisschen gebastelt und du warst da ja sehr, sehr nah dran. Die offenen Fragen sind ja eigentlich nur auf den Außenverteidigerpositionen und den Flügeln, wenn man ehrlich ist. Und da scheinen sich ja Traoré und Hazard wohl erstmal anzubieten als erstes. Vielleicht kommt Grifo dann noch ins Spiel, vielleicht Johnson, man wird sehen. Und Abwehr, Elvedi, Ich denke, wahrscheinlich das ist erstmal sehr wahrscheinlich, Rechtsverteidiger. ja. Wendt links, denke ich auch. Und ja, ansonsten wird es die Mannschaft sein mit Sommer, mit Westergaard, mit Ginter, mit Zakaria, mit Kramer, mit Raphael und Stindl. Wie wir sie ja auch jetzt auch schon in vielen Videos als die Achse bezeichnet haben. Ja, absolut. Und von daher, ja, würde ich einfach nur sagen, freuen wir uns drauf. Ich Wenn denke sich keiner mal, noch verletzt, hoffentlich. genau, ich denke mal, man sollte ja nicht davon ausgehen, aber einen Sieg prognostizieren sollte man ja schon. Man will ja unbedingt auch dann die zweite Runde Ja, erreichen und im klar. DFB-Pokal, ja, das Ergebnis des letzten Jahres auch bestätigen.
Wir haben nicht mehr so viele Spiele, dadurch, dass die Dreifachbelastung fehlt, und im DFB-Pokal so weit wie möglich zu kommen, sollte nach wie vor eins sein. Wir haben letztes Jahr eine Riesenchance liegen gelassen in dem Wettbewerb, dadurch, dass wir dieses Frankfurt-Halbfinale verloren haben. Mhm. Man hat im Finale gesehen, Dortmund-Frankfurt, Dortmund war nicht überragend, mit einer fitten, halbwegs fitten Mannschaft. Es wären wieder, ein Großteil der Spieler wären bei Borussia wieder fit gewesen, ja. Bei unserer Borussia. Hätte man da sicherlich Ärger machen können in Berlin, und das schmerzt mich nach wie vor, die Art und Weise, wie es passiert ist. Ja. Aber gut, es geht jedes Jahr von vorne los. Vielleicht werden wir nicht mehr so ein Losglück haben wie letztes Jahr, aber trotzdem, ne? Das hilft ja nichts. Und Essen muss man schlagen in der ersten Runde, ja. Klare Sache.